Ist das der perfekte Mord? Schwangere Bankchefin seit mehr als 480 Tagen verschwunden. Nun startet ein Mordprozess in Nürnberg, aber ohne Leiche. Aber was ist passiert? Die 39-jährige Alexandra war Chefin einer Postbankfiliale, glücklich in einer neuen Beziehung und hochschwanger im 8. Monat. Am 9. Dezember 2022, ein Freitag, brachte sie am Morgen ihre Pflegetochter in die Kita. Danach verliert sich die Spur. Inzwischen ist aus dem vermissten Fall ein Mordfall geworden. Heute begann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ein Indizienprozess gegen zwei Männer, die die Bankerin aus Habgier umgebracht und ihre Leiche an einen unbekannten Ort entsorgt haben sollen. Einer der Angeklagten ist der Ex-Freund von Alexandra. 15 Jahre lang führten sie eine Beziehung. Mehrere Immobiliengeschäfte wurden über das Konto von Alexandra durch den Ex-Freund abgewickelt. Nach mehrfachen Streit entzog Alexandra den Online-Zugriff auf ihr Konto. Der Ex-Freund sowie ein Geschäftspartner soll ihr daraufhin laut einer Anzeige mit der Entführung der Pflegetochter gedroht haben. Mit falschen Forderungen beschaffte sich der Ex-Freund und der Geschäftspartner einen Vollstreckungstitel gegen Alexandra. Dagegen kämpfte sie vor Gericht. Prozesstermin ist der 15. Dezember 2022. Doch 6 Tage zuvor verschwand Alexandra plötzlich. Kurz nachdem am Morgen des 9. Dezember sie die Kita verlassen hatte, folgten ihr die Männer in ein leerstehendes Haus in Schwabach, das die Frau vermieten wollte. Hier wurde später Panzertape mit Haaren und ein Ohrring von ihr gefunden. Offenbar wurde Alexandra in dem Haus überwältigt. Spätestens dort veranlassten sie Alexandra, ihre Strafanzeige in 2 laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Mann und dessen Geschäftspartner durch einen handschriftlichen Brief zurückzunehmen. Danach konnten die Ermittler den Weg der Beschuldigten bis zur Autobahnausfahrt Irschenberg an der A8 weiterverfolgen. Was danach mit Alexandra geschah, ist bis heute unklar. Nun der Indizienprozess. 100 Zeugen und 10 Sachverständige sind an 37 Prozesstagen geladen. Darunter auch ein Schriftexperte, der den Brief von Alexandra auf Anzeichen von Panik untersuchte.